Bei diesem Weihnachtsgottesdienst sind viele Uniformierte zu sehen. Die Messe findet in der syrischen Stadt Sadat statt, die nahe der Grenze zum Libanon liegt. Sadat wurde bereits im Alten Testament erwähnt, hier wohnen viele Christen. Viele von ihnen sind vor der heranrückenden IS-Miliz geflohen. Die Leute hatten Angst, aber sie fühlen sich wieder sicher, seitdem die syrische Armee hier einmarschiert ist, zusammen mit anderen Gruppen. Die Einwohner haben sie willkommen geheißen und ihnen ihre Häuser zur Verfügung gestellt. 40 Häuser insgesamt. Von 9 Kirchen in Sadat sind noch 3 in Betrieb. Im Hof dieser Kirche wird gerade ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Viele Einwohner verzichten lieber darauf. Sie wollen nicht auf den ersten Blick als Christen erkannt werden. Weihnachten ist in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor. Viele Einwohner sind vor den IS-Kämpfern in benachbarte Dörfer geflohen. Früher haben unsere jungen Männer die Straßen dekoriert und einen 20 Meter hohen Weihnachtsbaum aufgestellt. In diesem Jahr haben sie ihre Waffen gepackt und sind an die Front. Die Einwohner in Sadat hoffen auf die Erfolge der internationalen Koalition gegen die IS-Dschihadisten und auf die Truppen von Machthaber Bashar al-Assad. Mit ihm, so sagen sie, hat es wenigstens Religionsfreiheit gegeben.